Wir gucken kurz beim Held der Steine rein, Digga. Der Held der Steine ist wieder sauer. Der Held der Steine ist wieder richtig, ich richtig zeig sauer. Mir gegrüßt. Denn 240 Euro Qualität und Scheibe ruinieren die Freunde. Das ist wieder ein absolutes Scheißauto. Wir gucken natürlich das ganze Video, aber wir gehen ein bisschen durch, Chat. Der Held der Steine ist stinkig. Der Held der Steine ist richtig, richtig sauer. Und wir gucken rein. 240 Euro für das Ding hier sehe ich an der Stelle jetzt schon mal nicht. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, in meinem Herzen, von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Diesmal mal brandneu, die 10317, der Land Rover 90 aus dem Hause Lego, zu gut 2300 Teile, 240 Euro Liste. Ganz genau so ist es. Digga. Die 240 Euro Liste werden möglicherweise auf dem Weg in den Videotitel finden. Die sind absurd. Ich glaube, das können wir direkt. 240 Euro? Festhalten als Einstieg in dieses Video. Bitte? Wir haben zwei, drei schöne Sachen an diesem Set. Vor allem die Farbe. Vor allem die Arox-Reifen. Und dann sprechen wir über die andere Möglichkeit. Hell nah. Kurz vorab, ihr wisst, dass dieses Modell hier nicht die erste Kooperation mit Land Rover ist. Wir haben die 42110 uns auch gemeinsam angeschaut. Ey. Das war eins der Technikmodelle. Ja, komm, es geht ein bisschen durch. Was an dem Ding schief läuft, ihr es trotzdem immer noch haben wollt, weil ihr sagt, ich habe bisher jedes Auto oder bin Land Rover-Fan oder keine Ahnung. Der wird günstiger. Und zwar massiv günstiger. Okay. Wartet. Das ist die Box, designfrei wie immer. Designfrei? Ja, nicht fürchten müsste. Hä? Sieht irgendwie nicht aus wie ein Land Rover, oder? Ja, das ist... Also, das Fenster hinten ist halt scheiße. Das hier stimmt, aber das Fenster hier hinten ist richtig kacke. Das stimmt nicht. Die Variante ohne das Zeug. Und da unten seht ihr das Zeug. Wir rupfen auch gleich zwei, drei Sachen ab. Ach, das muss man aufkleben. Wir haben eine Anleitung, auch diese... Oh. Ohne Design, das kennen wir. Digga, wir haben ein kurzes Bild am Anfang von den Audischen. Farbe ist super getroffen. Man also muss das wieder Sandring aufkleben. Vom Defender wurde, also ich glaube, die. Aber das passiert nicht. So, und danach baut man den. Bauerfahrung ist wirklich sehr, 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 sehr einsteigerfreundlich simpel. Es gibt keine einzige Technik, wo man sagt, er ist wieder so. Das baut sauer, sich Digga. Das baut sich sehr, sehr schnell. Er ist so sauer. Ja, das passt alles. Also ihr braucht euch echt nicht fürchten. Also falls es jetzt euer erstes Set ist, ihr seid euch nicht so ganz sicher und so und lang kein Lego mehr in der Hand gehabt, Das ist so kacke. Überhaupt kein Problem. Falls ihr auch ein Kind habt und das hat massiv Budget und das möchte damit machen, weil es hat eine Lenkung und eine Federung und möchte mit dem Ding spielen. Ja, wer kennt nicht die Kinder, die 240 Euro haben? Spielen auch. Das ist ein Jeep, oder Chat? Die Kinder, kein Problem. Ja. Wirklich kein Problem. Problem ist bei den Kindern, dass sie diese Aufkleber richtig anbringen müssen. Und das könnte schief gehen. Hm. Aber vor allem auch so Aufkleber wie Defender. Also nicht mal das ist der Defe. Im Print. Von so Sachen wie dem Rückspiegel wollen wir gar nicht anfangen zu sprechen. Ey. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, was ist denn das hier? Das ist für die Fenster wahrscheinlich, ne? Die Scheiße, oder? Das seht ihr gar nicht so gut. Ey, weil wir momentan noch in der Variante sind, in der das ganze Gestell dran ist. Ich hoffe, ich denke später dran, es nochmal zu erwähnen. Das sind die A-Säulen. Die klebt man auf? Die Scheibe 20 Uhr, bin ich da. Also designmäßig finde ich der gröbste Fehler an dem Fahrzeug. Digga, was für ein Quatsch. Die ist katastrophal. Digga, was für ein Quatsch ist das bitte? Die Scheibe von dem was für ein Dreck. Land Rover 90, das ist ein gerades Ding, was vorne quer geht. In Gelände. Das wickelt sich hier. Das ist die Scheibe vom T2. Die wickelt sich so rum. Falsche Scheibe einfach, perfekt. Ja, nein. Machen wir es kurz. Nein. So. genau, und jetzt haben wir die Geschichten. Wir haben hier Dinge dabei und wir messen den erstmal. Bevor ich hier was abnehme, weil dann passt nicht mehr. Falls ihr mit vollem Gestell reinhauen wollt, haben wir so 36 cm bis. Gute Größe, sage ich ehrlich. Kanne oben 24 cm. Auch stabil. Und über den Schnorchel, über die Spiegel 17. Auch gut. Kev, Dankeschön. Das ist die Größe vom Fahrzeug. Paddy Bora, Dankeschön. Jo, machen wir Zeug. Ich Groß mag die Kiste. Dankeschön. Die gefällt mir. Das ist ein Wagenheber. Okay. Und hier sind zwei Kanister, das ist alles Brickbelt. Cool. Und hier sind noch die Bonuselemente. Hier habe ich auch noch eine Das ist wieder absoluter Scam, oder? Satzhaube drin und ich habe jetzt guckt mal, dass alles da ist. Jo, ich habe hinten noch einen Motor reingeschmissen. Komm schon. Verluste. Ich habe hinten noch einen Motor reingeschmissen, der gehört da nicht rein. Ich wollte nur aufbewahren und ich hatte keinen gescheiten Platz und das Auto bietet auch keinen. Und da habe ich gedacht, den packe ich dann irgendwo mal hin.
Zeige ich euch gleich natürlich nochmal alles im Detail. Aber ich wollte jetzt mal alles draus haben, damit ihr seht, was ihr wirklich bekommt, wenn ihr das Ding kauft. 240 Euro hingelegt habt. Digga, offiziell. Und dass hier sind noch ein paar Schnüre drin. Wenn das alles hier oben steht, könnt ihr so Schnüre drüber legen und unter den Bars durchstecken. Hier gibt es keine Noppen, wo man die erstmal. Man zieht sie unter den Bars durch und dann drückt man sie innen auf eine Noppe oder so. Perfekt, einfach nur gut durchdacht. Aber erstmal ist das der Plan. Super. So, und das hier einfach ist die super. Haube. Ich baue nicht alles um, aber dann habt ihr einfach eine Haube statt hier, ja, Haube. Ein wichtiger Sicherheitshinweis ist, dass die Haube drin einen gelben Brick hat. Kannst du dir nicht ausdenken. Und deswegen geht es nicht, dass man mal das abnimmt und sagt, okay, dann habe ich da noch die Achsaufnahme. Es ist ein gelber Brick, deswegen braucht ihr die. Digga, wie dämlich. Legt ihr dann drauf. Wieso haben die das so dumm gemacht? Zubehör. Sehr, sehr große Kanister. Logischerweise. Ja, das ist mir egal. Das ist so, wie es bei anderen Creator-Expert-Modellen am Anfang, wisst ihr ja zum Beispiel, ich bin schon wieder angepisst davon, ne? Die konnte ja gar nichts. Und dann ging es los, dass man eine Lenkung gar nichts, Digga. Dann hat man natürlich Highlights 10265, der Mustang, der die höhenverstellbare Hinterachse hatte. Der kann ja bestimmt Lenkung. Auch voll viel. Der kann ja auch was, und jetzt haben wir jetzt was Neues. Wir haben... Ist ja ein Geländewagen, der wird ja was können. Eine Federung. Oh, okay. Und das ist natürlich sehr cool. Jetzt haben wir eine Federung. Wir gehen jetzt langsam in die Richtung, dass das hier Technikmodelle werden. Ja. Das heißt, wir sind beim Model Team angelangt. Immer noch eine legendäre Serie. Model Team. Wir haben eine Technikbasis, wir haben eine Techniklenkung, Technikfederung, alles Technik. Mhm. Und dann Systemsteine zum Verkleiden. Okay. Das ist der Weg. 42078, der Mack Truck. Hatte ja auch schon. Kann ich nicht zu sagen, wir gucken das Fahrzeug. So, also mal wieder mein Standard-Rant. Also, wir haben. Erstmal geht's los. Wir haben natürlich hier vorne. Seilwinde. Ja. Wir haben hier vorne eine Seilwinde. Ich finde, die sehen immer so ass aus. Die sehen so scheiße aus mit diesem Kordelding da. Das ist so scheiße einfach. Wir haben da vorne einen Print. Den seht ihr da? Da. Ich muss darauf hinweisen. Hier, da. Warum ist der so versteckt? Wie beschissen. Bei anderen Leuten wird jetzt ein großer roter Pfeil da drauf zeigen. Also da ist es auf jeden Fall. Wir haben oben ein Ersatzrad. Wir haben natürlich Aux-Geschichten in Sand Green. Das ist aufregend. Wir haben einen Schnorchel, wir haben Türen, die sich öffnen lassen. Öffnen, schließen. Wir haben eine funktionierende Lenkung drin. Ihr seht, das Lenkrad dreht sich mit. Kontrollmonitor dreht sich. Keine Hand-of-God-Steuerung, aber immerhin da. Sehr, sehr dicke Rampen hier, um das Ding vorauszufahren. Diese dünnen Blechrampen, ihr kennt die. Sind ja ein bisschen dicker, passt schon. Wir haben hinten einen Feuerlöscher. Wenn man den abnimmt, nicht wenn er dran ist, wenn man den abnimmt, der Eimer ein bisschen rum, weil er unten glatt ist. Das ist zwischendurch eine Stütze, eine Bauhilfe. Der Bau ist unkomfortabel zwischendurch, das muss ich sagen. Es war schon einfach, aber unkomfortabel, weil das Set während meines... Qualitätsproblem. Egal, schön, dass es euch mehr interessiert. Ich glaube, so ist es noch vorteilhafter für das Fahrzeug. Wir machen es so. Das Problem hauptsächlich, was wir haben, jetzt mal abgesehen von diesen Angusspunkten, die auf den Teilen außen sind, die sich ja Lego von Kobi abgeschaut hat, die werden nicht mehr... What the fuck? Guck mal, wie billig das aussieht, Chat. Im Kontrollmonitor könnt ihr es, also ich sehe es im Kontrollmonitor schon hier unten, die Plates, diese Bricks. Sie schaffen es nicht, die Farbe konstant zu halten. Digga, wie beschissen. Das ist eine gefährliche Farbe. Das sind verschiedene Farben, guck mal. Und wie gesagt, hier solche Bricks wie diese. Hä, was für ein Rotz? 240 Euro? Das Thema ist ja das. Und das ist das, was mich jetzt wirklich verwirrt. Weil normalerweise, ihr erinnert euch an die Angriffspunkte, die ich euch gerade gezeigt habe. Mm-mm. An den Slopes. Das hier auf diesen Packungen ist ja ein Render. Das ist ja kein Produktbild. Das ist ja kein Foto. Das ist ein computergeneriertes Bild. Ja, da sieht es halt alles gleich aus. Da gibt es keine Angusspunkte hier. Ja, ich guck mal aufs Richtige. Da kein Angusspunkt. Digga. Hier kein Angusspunkt. Die sind nicht zu sehen. 240 Euro. Dieser Brick hier allerdings ist auch bei dem Modell zu dunkel. Genauso wie hier unten die Plate. Ey. Auch zu dunkel. Genau wie hier vorne die Plate. Auch zu dunkel. Digga, da kaufe ich mir ein CSGO-Knife für. Ausrufezeichen Prime, bitte unterstützt mich. Scheiße, Mann. Das ist kein Zufall, dass es genau diese Elemente hier auch trifft. Und die Plate. Guck mal hier, und diese Farbunterschiede. Aber der Angusspunkt ist weg. Hä? Ich verstehe es nicht. Die wissen, dass diese Teile nicht richtig sind. Aber warum? Das ist nicht zufällig, mal der. Das sind exakt die Teile, die auf der Packung auch falsch sind. Ja, egal, Geld. Geld. Ich habe es nicht verstanden, weil wenn ich doch meine Fehler wegrendere, ganz offensichtlich, und das Produktbild abbessere, damit es schöner aussieht, dann nehme ich doch auch mal bei Microsoft Paint die... Ach.
Das hätte es nicht irrsinnig stabil, das muss man auch dazu sagen. Wir haben hier diese kleine 2x2-Geschichte, an der können wir drehen. Die da. Hm. Die liegt, große Finger, deswegen habe ich gesagt, es liegt auch zum Teil an mir. Große Finger, ich kann hier dran drehen. Immer für eine Viertelumdrehung geht's. Komme ich hier weg. Das Problem ist, wenn man sagt, ja, man zieht dran, hat man das Ding in der Hand. Einfach nur perfekt. Es ist ein reines Displaymodell ohne Spielwert. Aber ich sag's nur. Der Trick ist natürlich, man soll das einfach schnell abnehmen können. Mit ein paar Teilen ersetzen und dann kommt hier ein Nummernschild dran und es ist gut. Das ist der Plan. Aha. Deswegen geht es so leicht ab. Okay. Ich hätte es trotzdem gerne nochmal mit dem PIN abgesichert gehabt, ja, oder so, damit es besser funktioniert. Aber es ist, wie gesagt, der Plan eigentlich, dass es da rankommt. Also das ist dann die Front. Wir können sehr leicht hier, wie gesagt, dieses Rad abnehmen. Dann schaut ihr auf den schönen gelben Brick. Warum ist der da? Warum ist der gelb? Ich habe mir nicht ausgedacht. Wir haben hier dieses Werkzeug. Das ist ein bisschen albern und grobschlächtig, aber es ist eine nette Idee. Ich denke mir immer bei Sachen, die sie beilegen, die nicht hätten sein müssen, denke ich mir immer, ist doch eine nette Idee. Digga. Also besser, als wenn sie es nicht gemacht hätten. Ja, true, aber irgendwie... Gut, wenn sie 20 Euro im Preis dafür reingeschmissen hätten. Erzähl das Ding jetzt einmal komplett aus. Hier drin Motorhaube. Den kleinen Motor zeigen, der da drin sitzt. Sogar ein Keilriemen drin. Guck mal hier, 4 Zylinder. Und ich zeige euch gleich nochmal richtig. Ich wollte euch nur nochmal das Ergebnis während des drin sitzt zeigen. Weiß ich jetzt nicht. Und jetzt kann man hier ran. Habt ihr auch nochmal den Print richtig gesehen? Ich weise darauf hin, weil... Das ist der Print, ne? Mhm. Also, ist ja nicht so, als hätten wir hier irgendwie 10. Und dann sage ich, da ist übrigens auch ein Print, sondern das ist... Ich gucke weiter durch. Ihr müsst euch nicht erschrecken. Habt ihr schon viel schlimmer gesehen. Und jetzt seht ihr da drüben die Zahnräder. Ja. Auf der Seite. Ja. Ihr seht aber auch hier das Zahnrad und ihr seht das Zahnrad, das graue. Was machen die jetzt? Und hier drüben sind die gleichen Punkte nochmal. Ihr könnt die Lenkung da drüben, das Zahnrad. Ja. Einfach da drüben hinsetzen, auf die andere Seite. Toll. Und dann macht ihr aus dem Rechtslenker einen Linkslenker. Okay, warum? Steht nicht in der Anleitung. Aber es geht, also sie haben es so ausgelegt, dass man es einfach rübersetzen kann. Okay. Und sie sprechen auch... Geil, das ist super. Nein, es ist scheißegal. Auf der Produktseite... Das ist komplett egal, warum sollte man das machen? Von, so, und damit steht er doch wirklich ziemlich zivil auf einmal da. Dieses Fenster hinten fuckt mich so ab mit der B-Säule. Natürlich hier die neuen, ich werde irgendwann mal eine Switch suchen. Kotflügelelemente dabei. Er hat Kot gesagt. Sandgrün. Und nicht, dass ihr euch sorgt, weil das sieht ja jetzt so komisch aus. Die Elemente sind natürlich beigelegt, dass ihr das hier zumachen könnt. Ach, ja, jeweils die Löcher. Super. Das sind beigelegt. Also Lego spart an allen Ecken. Aber vor allem an der Qualität. Toll. Nicht, dass ihr euch jetzt so einen Stein nicht geben würden. Das wäre nochmal eine ganz andere Nummer. So. Und jetzt fallen euch natürlich halt mehr Schattierungen auf im Grün, weil ihr mehr Fläche davon seht. Ja, weil es halt so unterschiedlich ist. Und dadurch wird es halt so qualitativ noch wirklich schwächer. Ne? Das ist ein bisschen traurig, aber... Gucken wir mal, wie das Cabrio aussieht. Dadurch kann man das hier einfach abnehmen. Hier oben seht ihr auch die Dachkonstruktion. Da sind Gläser reingelegt tatsächlich. Dachfenster, okay. Das könnt ihr auch... Moment. Ich hatte mich nämlich an einer Stelle verbaut. Deswegen kann ich es euch zeigen, das kann man sehr leicht abnehmen und dann seht ihr hier unten drunter die Gläser. Okay, warum sind die so weird angeordnet? Das sind ja dann keine richtigen Dachfenster. Damit wird es zugebaut. Emergency Köln, Dankeschön. Hä? Verstehe ich nicht. Tap, tap. Und, ja. Die Mittellage hat das Ding einen Nullpunkt, deshalb, egal. Also wir gehen nochmal kurz ins Fazit. Einen kleinen gelben haben möchte für 50 Euro, glaube ich, kriegt man den hier ohne Probleme. Spaltmaße wie ein Tesla, ehrlich jetzt. Die Scheibe vorne ist für mich nicht nachvollziehbar, muss ich sagen. An der Seite aber auch mit diesen Aufklebern. Das ist halt... Aufklebern. Das ist kein Defender. Was allerdings halbwegs, also die Farbe ist natürlich zu dunkel von den Aufklebern wieder zum Grün. Perfekt. Aber ich glaube, ist besser getroffen als bei manchen Blautönen, die Lego gar nicht trifft. Wie können die das denn nicht in einer Farbe hinbekommen, Mann? Das kann doch nicht sein für 240 Euro, Alter. Das macht einfach einen leider billigen Gesamteindruck. 240 Euro, Bruderherz. Die Farbqualität am Modell und danach schaut man sich den Preisaufkleber am Set an. Gotteslos, also wirklich, das ist einfach verarscht. Also wir halten mal fest, was wir mitnehmen als positive Idee. Cool, dass die Federung Quatsch. Und Lenkung drin haben. Quatsch, Creator Expert Autos. Das freut mich, wirklich, das ist eine Quatsch, schöne Entwicklung. Und dass sie das so drumherum verkleiden. Ich würde mir das auch für Technik wünschen. Das fände ich... Ja, keine Ahnung. Also das würde mich tatsächlich... Chat, all in all, glaube ich... An einem Defender an sich nicht so... Fuck mich ab. Das sieht nicht aus wie ein Defender. Das ist Quatsch. Das ist Blödsinn. Kann man sich sparen. Also wirklich, das ist mal wieder... Ja, 240 Euro für Qualität und Scheiße. Also das ist... Junge, Lego. Wohin mit euch, ehrlich jetzt?